Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, es geht hier um die 3-Punkt-Aufhängung, die man an den Frontloader und an den Telelader hängen kann. Ja, was ermöglicht uns die 3-Punkt-Aufhängung? Ganz einfach, man muss sie erstmal an den Frontlader bzw. Telelader anhängen. Leider ist sie beim Kauf etwas, liegt sie etwas schlecht, deswegen einfach mal dran fahren, umkippen und mit Q anhängen. Und siehe da, man hat sie angehängt. Die Anhängung zum Frontlader passt natürlich nicht genau, aber ja, wie man sehen kann, man hat vorne ein Anhängermaul und einen ganz normalen 3-Punkt-Anhängung, wie auch auf der Rückseite des Schleppers bzw. vorne. Was bringt uns das? Ganz einfach, man hat Möglichkeit, dass man zum Beispiel Geräte auch wegheben kann, also höher heben oder in ein Regal reinheben, wie man halt will. Zum Beispiel wir testen das hier anhand dieses Gruber, man fährt hier einfach dazu, wenn man natürlich passend genau dazu fährt. So, kann Q drücken und hier da, man kann es anhängen. Ja, es funktioniert anscheinend nicht richtig, wie man sieht. Es wird nicht richtig angehängt, an genauem Platz, aber es funktioniert schon mal. Und so kann man den Gruber hier... Man könnte jetzt theoretisch auch grubern, was ich ja nicht will. Aber man sieht, um was es geht. Leider, wie gesagt, das Anhängen stimmt nicht ganz überein. Dann muss ich ein bisschen zurückfahren. Vielleicht hängt er dann weiter vorne an. Ne. Okay, die Anhängung stimmt nicht ganz überein beim Frontlader. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal beim Telelader an. Denn es gibt zwei Versionen von dem Mod. Den muss man einmal entpacken. So, da müssen wir wieder rumschubsen, weil der wieder falsch steht. So. Gucken wir mal. So, mal angeschubst hier. Flieg um hier. Hoffen, dass wir ihn anhängen können. Ah, fast wäre es gegangen. Ist halt, wie gesagt, nicht so einfach, weil... So, ah, doch nicht. Ah, es ist gar nicht so einfach, den hier. So, fahren wir einfach mal drüber. Vielleicht bleibt das so liegen. Nee, er kippt sich immer wieder zurück. Das ist natürlich doof. Das müsste man anpassen. Habe auch schon mehrmals verkauft und gekauft. Der landet leider immer so. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Ich denke mal einfach, die Kollisionsbox ist falsch eingebaut. Beziehungsweise das Gewicht gehört verlagert. So, jetzt haben wir den dran. Okay. Ja, der passt meiner Meinung nach überhaupt gar nicht dran. Also der ist irgendwie meiner Meinung nach komplett falsch. Hier nochmal in Shop. Also hier Frontlader für Frontlader und Telelader für Telelader. Sind beide mal dieselben. Wie gesagt, nur der Anhängepunkt hat sich verändert. Wie gesagt, ja. Der schaut nicht gut aus, meiner Meinung nach. Brauchen wir aber noch ein Gerät, was wir hier anhängen. Testen wir gleich mal schnell. Wenn wir uns einfach das hier kaufen, fertig. Um zu testen, ob hier auch der Anhängepunkt vorne falsch ist. Der Mod an sich ist ja eine gute Idee, aber wie man sieht, ein paar Verbesserungen müsste man noch treffen. Funktioniert aber, es geht noch besser. Sagen wir mal so. Wir hoffen, dass er fehlerfrei ist in der Lok. So, Q. Ja, auch hier die Anhängung. Stimmt nicht ganz überein. Auch das müsste man noch mal ein wenig überarbeiten, wie man sieht. Das passt noch nicht ganz so. Aber man kann damit schon mal etwas anfangen. Also es hilft schon einiges, ne? Aber wie gesagt, hier die Anhängung müsste man nochmal überarbeiten. Gut, dann schauen wir mal, ob das ganze Teil hier lokfehlerfrei ist. Anscheinend nicht ganz so, ne? Also ich habe keine weiteren Mods drinnen. Ich teste mit Standard-Mods. Wie gesagt, keine weiteren Mods. Dann habe ich auch den neuesten... Badge drauf, Originalfahrzeuge und so weiter. Also es kann auch keinen anderen Mod legen, auch die ganzen Input und das Ganze habe ich schon gelöscht. Also, und es ist ja ein Fehler, zwar Index out of range, das heißt, es wurde ein falscher Index angegeben. Das ist wirklich ein Fehler am Mod. Gut, dann war es das mit der Mod-Vorstellung. Na, die Lok will gar nicht mehr ausgehen. So, also Fehler hat er noch, die noch beseitigen, dann ist das ein Spitzenmod. Gut. Weitere Mod-Vorstellungen findet ihr auf meinem Kanal. Schaut einfach mal vorbei. Wünsche euch viel Spaß. Funktionieren tut er. Den Zweck erfüllt er. Wie gesagt, ein paar Fehler noch beheben, dann passt das. Viel Spaß und ciao.